Ich starte mal mit einer Folie von Andreas Schleicher. Ich habe da allerdings was rausgenommen, weil die Folie wird uns jetzt ein paar Mal begleiten. Er hat im Grunde so ein Koordinatensystem. Sie sehen auf der einen Seite links und rechts, sozusagen auf der X-Achse, das Ausmaß der sozialen Ungleichheit und oben und unten, also auf der Y-Achse, sehen Sie gute oder schlechte Schulleistungen. Was er natürlich macht als OECD-Mensch ist, Länder dort aufgrund der empirischen Ergebnisse einzuordnen. Und Sie erkennen oben rechts die Länder, die allgemein so als vorbildliche Länder diskutiert werden. Und wo Germany liegt, das können Sie, ich weiß nicht, ob Sie es gefunden haben. Ja, wir liegen also in der Leistung, das haben wir eben schon gesehen, so um den Mittelwert herum, wenn man alles mal so grob zusammenfasst. Und bei der sozialen Selektion sind wir ziemlich gut. Wenn man sich die deutschsprachigen Länder anguckt, dann ist man erstaunt, dass gerade in den deutschsprachigen Ländern das Selektionsdenken ausgeprägt und hoch ist. Was wir nicht haben, sind Daten, sozusagen kulturwissenschaftliche oder vielleicht historische Daten, woran das eigentlich liegt. Man kann nicht in die Geschichte gucken und Sie wissen, das Thema Selektion, das hatten wir schon mal. Deswegen mögen ja auch einige nicht, dass wir den Begriff Selektion verwenden. Ich sage Ihnen aber, international wird dieser Begriff verwendet und auch ich werde ihn verwenden, denn die Einteilung von Menschen ist Selektion. Das ist nun mal so und da sollten wir auch ehrlich bleiben. Grüner Vogel heißt, hier haben die Schulen einen relativ großen Freiraum, um zu bestimmen, was mit den Ressourcen geschieht. Roter Vogel heißt, sehr zentralistische Steuerung. So, was wir beobachten können, wir wollen ja oben rechts in die Ecke. Es deutet sich an, dass die Länder, die den Schulen mehr Verantwortung zuweisen, erfolgreicher sind. Allerdings gibt es auch ein paar grüne Vögel, die nicht oben rechts sind. Aber es gibt keine roten Vögel, die oben rechts sind. Länder mit zu starker Steuerung, roter Vogel, nicht zu den leistungsstarken Ländern gehören, die gleichzeitig eine gewisse Form von Chancengleichheit gewähren. Andererseits führt mehr Freiraum nicht automatisch dazu. Das heißt, es muss noch weitere Kriterien geben. Aber diesen Punkt können wir uns schon mal merken. Das ist eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Voraussetzung, um oben rechts in diesen Quadranten zu kommen. Ich träume von einer Schule, die wirklich Dinge selber bestimmen kann. Wir haben dieses schöne Projekt mit fast 400 Schulen hier sitzen bleiben. Das ist ja auf freiwilliger Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum kann das eine Schule nicht sagen? Warum kann eine Schule nicht sagen, wir schulen nicht ab, prinzipiell. Wen wir aufnehmen, den behalten wir. Wir finden schon einen Weg. Oder warum kann eine Schule nicht sagen, diese unsägliche Notengeberei abzuschaffen? Wir wissen, was guter Unterricht ist. Da gibt es so viele Untersuchungen inzwischen. Ich habe so ein paar Punkte hier aufgeschrieben. Es gibt so viele Punkte. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommt da so ein Unterrichtsbeobachter, nicht von der Schulinspektion, und guckt dann, ob diese Punkte erfüllt sind. Und manchmal wundert man sich, dass sie nicht erfüllt wurden. Und ich sage, weil sie nicht erfüllt werden können. Also das Modell der Zuweisung zu Schulformen, übrigens auch zu den Kursen, egal welche Leistungsniveaukurse wir haben, funktioniert nicht. Also was machen wir? Entweder wir machen Selektionsstrategien, die sehen Sie links, die kennen Sie alle, muss ich nicht vertiefen, oder Modifikationsstrategien. Und das sind ganz gefährliche Sachen. Auch Modifikationsstrategien, also alles bleiben im Klassenraum sozusagen. Gefährlich. Ich pick mal zwei Sachen raus. Das eine ist die sogenannte Nachhilfe. Nachhilfe ist einer der stärksten sozialen Generatoren, die wir im Schulsystem haben. Wer kann es sich leisten, wer kann es sich nicht leisten? Nachhilfe, sage ich immer, müsste man mal, und jetzt kommt ein Gedankenspiel, in Deutschland für 5 Jahre verbieten. Und dann würden wir erst merken, wie schlecht unser Schulsystem eigentlich ist. Das ist ein dauerschlechtes Gewissen, das Lehrer oktroyiert bekommen. Warum individualisierst du nicht? In einer Jahrgangsklasse mit 34 Schülern und 45 Minuten Zeit, einstündiger Unterricht, ich bleibe mal bei dem Worst Case, ich brauche erstmal eine Viertelstunde, um die Klasse dahin zu bringen, wo ich in der letzten Woche in meinem einstündigen Unterricht überhaupt angekommen war. Und 3/4 wissen das natürlich nicht mehr. Und dann fange ich an mit meinem Unterricht und dann soll ich noch kooperative Lernformen machen, individualisieren. Die Guten kriegen extra Aufgaben, ich kümmere mich um die 5 schlechten Schüler. Leute, das ist doch irrsinnig. Und deswegen sage ich, solange wir die Konsequenzen aus den Ergebnissen der schulischen Realität nicht ernst nehmen, nämlich dass unter diesen Rahmenbedingungen so etwas wie Individualisierung, solange man so arbeitet, nicht möglich ist, werden wir nicht weiterkommen. Natürlich ist Schulleistung abhängig von Begabungsfaktoren. Natürlich. Derjenige, der intelligenter ist und was tut, das
sehen wir gleich, der hat mehr Chancen, mehr Punkte zu erreichen bei irgendwelchen Tests. Aber wir sind doch immer wieder erstaunt, wie gering die Korrelation ist zwischen Intelligenzwerten und Schulleistungswerten. So, immer sehr spannend. Da muss man fragen, woran das liegt. Das liegt daran, weil es noch zwei andere Faktoren gibt. Der eine Faktor heißt so, was hat ein Schüler Lernstrategien erworben? Hat ein Schüler Angst vor der Schule? Lernen unter Angst, Leute. Ich war neulich mal an einer pädagogischen Hochschule. Sie wissen, welches Bundesland, weil nur dort gibt es solche Sachen. Ne? Da sagt doch ein Professorenkollege von mir, Lernen muss wehtun. Der ist dort in der Lehrerbildung. Da habe ich gedacht, wie viel Unheil der mit solch einer Grundhaltung. Ihr kennt doch die Hirnforschung, da kann man nicht viel rausziehen. Aber einiges kann man rausziehen. Das entspannte Lernen, Lernen unter Spaß, ist viel erfolgreicher als Lernen unter Stress. Viel erfolgreicher. Denkt doch mal, einige von Ihnen werden ein Hobby haben. Dass man auch sagen kann, welches Hobby haben Sie? Haben Sie ein Hobby, was Sie sagen dürfen? Musik. Ja, man muss ja vorsichtig sein bei solchen Fragen. Warum macht der GEW-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen Musik? Weil er Angst davor hat. Er kriegt schwitzige Hände, wenn das Musikinstrument angreift. Ihm pocht das Herz. Er hofft, dass es bald zu Ende ist. Nein. Es ist umgekehrt. Am Hobby kann man sehen, man macht Dinge, die einem Spaß machen. Und da ist man auch bereit, Zeit zu investieren, Leistung zu investieren und was zu tun. Und genau dieses Prinzip müssen wir eigentlich auf Schule anwenden. Der dritte Punkt ist, den kennen Sie, das ist unsere soziale Komponente. Das geht hin bis zur Tatsache, dass ich jetzt Grundschuleltern gesehen habe, die haben die Arbeitshefte ihrer Kinder laminiert, damit sie bessere Noten bei der Lehrerin bekommen. Die Lehrerin ist übrigens meine Frau. Und die ist natürlich mit so einem Kritikaster wie mir verheiratet. Und dann sage ich, lass dich von so etwas ja nicht beeinflussen. Aber man sieht, wie die Unterstützung von zu Hause eine ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt kaum ein Bildungssystem, was Schüler, nicht alle, aber doch viele, derart beschämt, demütigt und abwertet. Wie wollen wir eigentlich innerlich stabile Demokraten erziehen, wenn man einem über Jahre sagt, eigentlich brauchen wir dich nicht? Was soll da eigentlich geschehen? Also überlegt euch, wie ihr die Schulen angstfreier bekommt. Das ist empirisch absolut sattelfest. Und wie man Lernstrategien beibringen kann. Ich rede jetzt nicht von Lerntechniken. Ich rede davon, wie man diese Lerntechniken, die man ja in so einem kleinen Kurs machen kann, wirklich übersetzt in die Entscheidung, wann ich welche Technik anwende. Ja, und was die Unterstützungssysteme angeht, da denke ich, jetzt kommt wieder ein hartes Wort, das sage ich aber sehr bewusst. Solange wir Kinder in der Tiefkultur finden, sind die familiären Unterstützungssysteme nicht gut. Da denke ich wirklich an die skandinavischen Länder. Wie oft muss eigentlich ein Lehrer das Fehlen eines Schülers im Klassenbuch eintragen, bevor sich irgendjemand darum mal kümmert und mal nachsieht, was mit diesem Kind los ist? An dieser Stelle, da kann die Schule nichts machen, das kann die höchstens unterstützen. Wir brauchen andere Systeme, die das Schulsystem unterstützen. Schule hat eine Aufgabe und ich sage auch immer Eltern, ganz klar, das ist die Aufgabe von Schule und das ist nicht die Aufgabe von Schule. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, wir müssen auf diesen allen Ebenen parallel denken. Aber es gibt einen Knackpunkt und der Knackpunkt liegt auf diesen beiden Punkten, die ich gleich am Anfang genannt hatte. Das ist die frühe Selektion und dass man den Schulen wirklich Freiheiten gibt, um sich zu bewegen. Und das bedeutet für mich, wir brauchen eine radikale Verschiebung des Selektionszeitpunktes nach oben. Und ich sage für mich persönlich, mindestens nach 9 oder gar 10.